Willkommen zu einer neuen Folge Schleppergeflüster. Dieses Mal im 818er während dem Schwaden und wieder der Fadi und ich. Mit dem Quietschen, das sitzt halt ein bisschen, aber vielleicht filtert die Mikrofone das Vielleicht hört man nur unsere Stimmen, das wäre ja ein bisschen schön. Ne? Wir haben das Problem leider immer noch nicht behoben. Aber gut, das kriegen wir, denke ich, in diesem Jahr nicht mehr hin. So, ich habe die Fetttube schon im Schlepperling wieder. Habe auch schon ein bisschen was getan. Aber es geht schon mal noch. Ja, vorab wollten wir auf jeden Fall mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Like da, macht die Glocke an und auch gerne kommentieren, denn wir haben heute ein besonders gutes Thema. Und zwar wollten wir mal darauf eingehen, wie es ist, in einem Familienbetrieb zu arbeiten, sozusagen mit dem Vater zusammen oder mit der Tochter oder mit dem Sohn zusammen. Und einmal, wie das so geht, alt und jung, ne? Weil wir haben ja da jetzt schon Erfahrung. Dritte Generation, wenn man so will. Ne? Also meine Mutter hat ja jetzt bis zur Kurzem noch Vollgas mitgearbeitet. Mhm. Ne? Also die ist immer noch nicht ganz raus, macht immer noch ein bisschen Buchhaltung im Hintergrund. Ja? Ja. Aber jetzt so draußen an der Front ist sie halt im Moment nicht. Mhm. Ne? Und also von daher haben wir da eigentlich auch schon 25 Jahre oder so auch schon gemeinsam gearbeitet. Ne? Ja. Und ihr habt ja davor eigentlich auch schon immer irgendwie zusammengearbeitet. Nö, vorher nicht. Vor dem Betrieb gar nicht. Nee. Erst sag mal Gutshof machen. Also seit 97, seit ich Gutshof quasi also angefangen habe, sind meine Eltern, also Vater, Mutter, dann mit mir da Vollgas eingestiegen. Der Vater ist am Anfang noch arbeiten gegangen, ist dann nach dem Arbeiten noch an den Hof gekommen, um weiterzuarbeiten. Also vielleicht auch mal großes Dankeschön an die Eltern, die da so toll mitgeschafft haben über die ganze Jahre. Ne? Mhm. Und halt auch viel Zeit und Energie da reingesteckt haben, dass das Ding einfach ins Laufen kommt und funktioniert. Und dass es auch heute so toll dasteht, wie es da ist. Ne? Also dass auch schon wieder nächste Generation infiziert sind. Also hier quasi Lisa und Lukas. Ja? Und auch die Schwiegerkinder, ne? Auch mit dem Bödel sind. Ja? Also von daher muss man sagen, glaube ich, ist das der richtige Weg. Im Familienbetrieb. Ne? Und jetzt wollen wir euch aber erklären, was das halt für Vor- und Nachteile hat. Die Lisa meint ja immer, ich bin ein bisschen ungerecht, so, weil ich immer sage, ah, ich bin der Einzige, der jetzt sieht, dass hier wieder eine leere Flasche steht und ich muss sie nehmen und muss sie in die Kiste tragen. Oder der Schlepper. Also, ja? Man muss ja dazu sagen, du sagst es nicht ganz normal. Du sagst nicht, guck mal, da steht eine Flasche, warum kann immer nur ich die wegräumen? Nein, du rennst hin und sagst, ah, schon wieder, kann nur ich die Scheiße aufräumen. Ich bin der Einzigste auf diesem Betrieb, der das hinkriegt. Ungefähr in genau diesem Ton. Ich bin ja immer so eine, ich mache gerne Sachen nach, die in derselben Lautstärke und Tonart gesagt wurden. Also, dass man das sehr gut nachempfinden kann. Aber die eine ist vielleicht der Hörschade, die hast du gerade zugehört. Tut mir ein bisschen leid, ich habe vergessen, dass wir Mikrofone haben. Also, Papa hat natürlich kein Mikrofon. Kommt vielleicht nicht ganz, also er hat schon jetzt ein Mikrofon, aber wenn er uns dann mal in die Devisen leitet, hat er natürlich kein Mikrofon, aber man könnte denken, dass er eins hat. Also er wird öfter mal lauter und ist halt wieder auf der auf dieser Ebene, wo er sagt, er ist der Einzige, der das kann. Ja, aber das ist doch auch richtig. Man, ihr seid ja jetzt alle von der Fraktion noch nicht alt genug für Ordnung. Ach so. Ja, nein, das ist so. Ich meine, ich war ja auch mal in eurem Alter. Und habe das gleiche Problem gehabt irgendwo, da habe ich auch meine Eltern gehabt, die mir natürlich geholfen aufräumen. Das muss ich ganz klar so sagen. Und so ist das jetzt letztendlich bei euch auch. Und ich mache euch ja nur darauf aufmerksam. Und da die Aufmerksamkeit ja dann besser ist, weil man erschrickt, wenn einer einem anblärt. Ja. Das ist ein schon wegen der Gedanke, oder? Mhm. Falsch? Ja, also kann man machen, muss man aber nicht immer. Vor allem diese alles-alleine-Haltung hat er ja nicht nur beim Aufräumen. Sondern ich hatte jetzt ein super Beispiel letztens. Wir haben den Frontladerangang bzw. dran gehabt noch, bevor wir mähen waren und haben dann unsere Siloballen eigentlich verräumen wollen. Und das machen wir ja immer mit dieser Zange, die man praktisch vom Frontlader aus steuern kann und nicht mit der Ballengabel.
und so dass die Ballen halt ganz bleiben. Ja, und in diesem Fall war es dann so, dass ich einen Knopf innen drin drücken muss und nach rechts und links, dass die Schläuche sozusagen, wie nennt man das? Das ist elektrisches Steuergerät, quasi andersrum funktioniert. Ja, und dass ohne Druck dann die Schläuche reingehen. Also das Steuergerät, was normal heißt, die Schaufel auskippt, wird blockiert und das Öl fließt dann quasi in die Gabel. Genau. Und dann war ich eben drin gesessen und der Papa draußen. Und ich habe dann dieses besagte Knöpfchen gedrückt und nach rechts und links geschwenkt. Und dann hat es aber immer noch nicht funktioniert. Und dann hat er von außen reingeschrien. Ich hatte fast alle Türen zu. Und ich habe es drin lautstark gehört. Kann ich jetzt nicht mal ein Knöpfle drücken? Du machst das doch falsch. Nur ich kann das Knöpfle drücken. Ja, und in dem Moment, wo er es dann selber ausprobiert hat, da hat es dann auch nicht funktioniert. Also da war es dann aber nicht seine Schuld. Hätte das Knöpfle aber 10 Jahre lang funktioniert, aber also darf man doch auch mal voraussetzen, dass es heute auch geht. Aber bei mir war es natürlich meine Schuld, dass es bei mir nicht funktioniert hat. Da habe ich das Knöpfchen einfach nicht richtig gedrückt, müsst ihr auch verstehen. Ne? Und bei ihm war es halt dann der Strom, der nicht geleitet hat. Naja, so viel zu dem Thema mit, ich kann Sachen nur alleine und gut, wenn ich es mache. Ne? Ja, es sind aber natürlich viele Dinge, die ich euch halt einfach zeigen will damit. Es ist ja auch nicht böse gemeint, aber es ist halt einfach zum Wachrütteln und zum Aufrütteln und der Vater spricht, ja. Mhm. Oder? Der Vater spricht aber ganz schön oft und ganz schön lange. Nee, also im Endeffekt wollen wir ja auch nur damit sagen, wir arbeiten ja an sich gerne miteinander. Aber, also gerade bei mir und Papa, das ist meins. Können wir jetzt gerade nicht dran gehen. Also bei mir und Papa ist es so, wir sind relativ ähnlich vom Charakter. Und da ist es dann auch mal so, dass wir ziemlich gerne aneinander stoßen. Und dann aber uns auch schnell wieder beruhigen können. Aber wenn es dann mal explodiert, dann explodiert es richtig. Ja, aber das ist normal in der Familie, oder? Also das vielleicht auch mal für euch, dürft ihr mal unten reinschreiben. Wie läuft es bei euch im Familienbetrieb? Rumst du halt mal? Und ich sage immer, das ist ein Gewitter und da reinigt sich die Luft und... Und hinterher sieht die Welt auch gleich anders aus. Nee, meistens ist man ja auch irgendwie in seinem Wahn drin, ja, und will das erledigt, will das fertig haben, ja. Und es klappt dann nicht. Und da sind ja viele Faktoren vielleicht schon vorher gewesen, wo du schon auf der Kante läufst, ja. Ach, jetzt bin ich nicht ausgefahren. Von lauter wieder Hatch mit. Da kann ich nicht fahren mit der Presse. Ja. Ha, Mädle. Bin ich jetzt da auch schuld dran? Ja! Ihr seid live dabei. Also da haben wir jetzt Beispiel halt schon. Jetzt trickst du mal, alte Wenge. Da kann ich ja nachher dann. Da kann dir jetzt der alte Esel wieder zeigen, wenn du das jetzt zusammentrickst. Ich mache es zwei Schwader, einer. Ja, eben. Also geht auch. Also, ich meine, da ist man ja halt mal ein bisschen schon, meistens schon wegen dem Leben unterwegs und hätte dann auch schon Stress gehabt an dem Tag. Und wenn dann so Kleinigkeiten, die halt zum 570. Mal immer noch falsch gemacht werden, ne? Oder, was mich ja am meisten aufregt, und jetzt ist das glaube ich auch ein ganz tolles Ding, ja, ist, wenn ich mich dumm anstelle. Das wollte ich gerade als nächstes sagen. Das war das Argument, was ich auch sagen wollte. Meistens ist es so, dass der Papa denkt, ich stelle mich dumm an, weil ich keinen Bock habe, das zu machen. Da sind wir mal ehrlich, Mädels, mach das so, ja? Nein, nicht immer, Mama. Ich habe Ehefrau, ich weiß das. Aber nicht immer. Ach, nach dem Öl im Auto kann ich nicht gucken. Das kann ich nicht. Das kann ich aber schon. Aber das wollte ich auch gerade sagen. Ja, gibt es halt auch solche Tage oder solche Sachen, die man einfach nicht so gerne macht. Ich meine, das erkennt ja jeder und dann will man die auch nicht so gerne machen. Und der Papa, der sagt halt immer, du musst es trotzdem machen. Weil es ist ja auch richtig, dass ich es trotzdem lernen muss und irgendwann mal muss ich es ja auch können. Also ich gehe da gerade mal speziell aufs Frontladerfahren ein. Mache ich nicht gerne und vor allem nicht irgendwie mit einem großen Ballenwagen dann hin und her. Und letztes Mal war dann auch die Situation, wo wir Ballen laden mussten und ich habe mich dann halt, er würde jetzt sagen absichtlich, ich würde sagen einfach so dumm angestellt. Und dann war es halt auch wieder so dieses, jetzt steig ab, geh heim, ich mach selber. Also das gibt's halt auch, ne? Darf man auch nicht vergessen. Ja, was zu dazu? Ja, ich würde jetzt sagen, das ist halt so, ja? Also mein... Dafür ist alt und jung halt aus dem gleichen Holz. Ne? Ja. Und also ich arbeite sehr gern mit euch, das muss ich dazu sagen. Ja? Also ich wollte jetzt nicht unbedingt mit Fremden das Geschäft machen. Ja? Mhm. So würde ich es jetzt mal behaupten, dass das auch ein tolles Verhältnis ist, was mir so an den Tag lege. Ja? Natürlich
braucht es ab und zu mal. Ne? Also das ist auch richtig. Ja? Und das muss es aber auch. Ja? Damit einfach im Kopf klar wird, wir müssen da ein bisschen was ändern, das muss ich bewegen. Ja? Mhm. Das ist die Richtung, wo wir jetzt hingehen, ist falsch. Ne? Und ich denke, das ist das, was ich mit Erfahrung irgendwo immer mit in den Raum schmeiße. Und was dann am Schluss fertig diskutiere oder nochmal drüber rede, haben wir aufgehört, dann Rückzieher gemacht und gesagt, könnte es doch anders machen, anders ist auch nicht schlecht. Mhm. Weißt du, auch wenn es im ersten Moment so aussehen müsste, oder ich will es so, das machen wir jetzt so, weil ich es so schon 100 Jahre gemacht habe. Ne? Auch so ein geiler Spruch, die Alte immer sagen. Ja, ne? Es bleibt so, wie es ist, hat ja die letzten Jahre auch immer funktioniert. Ja, genau. Aber das ist eben das, wo du halt denkst, jetzt so, du willst auch von deinem Pfad jetzt nicht abweichen. Oder manchmal ist es halt auch so, du hast den Fehler halt auch schon gemacht. Und die Kinder müssen das jetzt nicht nochmal machen. Ja, und den Fehler muss ich jetzt einfach nicht nochmal machen. Ja? Das sind Sachen, weil ja Fehler kosten in so einem Betrieb ja auch immer Geld. Ne? Mhm. So. Aber wichtig ist halt trotzdem auch, das ist mein persönliches Ding, ja? Fehler machen lassen. Das ist auch sehr wichtig. Ja? Weil die Fehler sind ja das im Leben, was uns besser macht, ja? Was uns erfolgreich macht. Wenn wir keine Fehler machen, dann ist alles ganz normal. Und wenn das ganz. Ich muss mich da wegkonzentrieren, dass ich da nicht alle Bäume zusammen wegfegen. Ne? Ich fand es ja ganz gut, dass du jetzt an dem Stück, wo es komplizierteste Wiese ist, bei uns einen Schlepperkopflüster drehen willst. Findest du das kompliziert, ja? Ja, ich finde es total kompliziert. Findest du es gar nicht kompliziert? Also ich finde, die Wiese hat halt mehrere Terrassen und das ist das. Also wenn man da noch nicht so oft gemäht hat oder geschwadet hat oder gepresst hat, glaube ich, ist es nicht so ohne. Also mich stören halt jetzt wirklich Fehler, die mehrmals gemacht werden und mehrmals bezahlt werden. Also da habe ich ja ein Problem damit, weil wie gesagt, ich habe ja in meiner Laufbahn schon viele Fehler gemacht. Mhm. Ja? Aber ich bin auch durch jeden Fehler unterm Strich gewachsen. Das ist auch das wichtigste das Ergebnis, glaube ich, über die ganzen Jahre, die ich das jetzt mache. Ne? Hätte ich keine Fehler gemacht, hätte ich mich einfach auch nicht entwickelt, dann wäre ich ja stehen geblieben, wie am Anfang. Ne? Ja. Und deswegen stimmt der Satz, wir haben das immer so gemacht, machen wir weiter so, eben nicht, das ist falsch. Mhm. Ja? Sehe ich auch so. Ich finde auch, dass man mit der Zeit und mit der Zukunft gehen soll und auch eventuell sich jetzt nicht umorientieren, also nicht komplett umstrukturieren muss. Ich meine, die Geräte und Co., die können ja bleiben, aber ich finde auch, es ist wichtig, dass man eine Innovation hat in dem Betrieb und dass man auch gewisserweise mit der Technik geht, denn es entwickelt sich ja alles irgendwie weiter. Und da finde ich es dann einfach auch schön, wenn der Betrieb nicht stehen bleibt auf einem bestimmten Level, sondern sagt, okay, ich bin auch offen für Neues. Ja, das ist gerade was ich halt sage, das müssen wir auch im Team besprechen. Ja? Ja. Weil ja letztendlich die Zukunft gehört ja euch. Ich habe ja nur die Vergangenheit. Mhm. Und wenn der Betrieb zukunftsfähig sein sollte, dann letztendlich muss es für euch passen. Ne? Und wenn ihr halt sagt, ihr wollt keine Karotte mehr anbauen oder keine Kartoffel mehr, dann muss man halt andere Ersatzteile dafür finden und da müsst ihr euch halt klar sein, mit was ihr das ersetzen wollt. Ja? So, und das ist wichtig, dass das die Jungen entscheiden, weil denen die Zukunft gehört. Ja, finde ich auch wichtig. Also, was nervt dir noch am meisten, wenn wir gerade so schön am Nerven sind? Ich finde es immer witzig, wenn der Papa auch wieder alt und jung vergleicht und sagt, früher war alles anders. Ich bin in Heuhaufen reingesprungen ohne eine Allergie. Ich habe jetzt halt eine Allergie gegen Heu und dann sagt er immer, ja, jetzt tu nicht so, ne? Du schwächelst schon wieder rum. Aber ich war früher auch als Kind im Heustock. Ich bin früher als Kind überall rumgelaufen. Ich bin auf die Stoppel gerannt. Also das, was du alles gemacht hast, habe ich bestimmt auch gemacht. Mhm. Vielleicht nicht in dem ganzen Stil so, aber ich habe trotzdem vieles gemacht. Ich meine, ich kann mich gut erinnern, wir waren an, ich glaube, es war mein 12. oder 10. Geburtstag, waren wir mit unserem LKW, mit dem wir Gemüse immer ausgeliefert haben, haben da Stroh hinten reingemacht und haben da sozusagen ein Zeltlager drin gemacht. Und da hat man ja... alle überlebt, komisch. Es haben alle überlebt, ja, aber das hat nichts mit früher und heute zu tun. Mhm. Dass sich eine Allergie entwickelt man, ja. Entwickelt man. Das sind halt auch solche Sprüche, die ich mir auch irgendwie öfter anhören darf. Naja gut, andersrum. Ich meine, was bleibt von uns Alte übrig, außer den alte Geschichte, die man halt im Leben schreibt. Und es bleibt ja von uns nichts übrig. Ja, also das letzte Hemd hat keine Tasche, haben wir schon festgestellt. Und es bleibt nichts übrig. Also die Geschichte, die man schreibt, das, was man erzählt, das, was man gezeigt hat, das ist man gleich in dem Leben. Das ist das, was übrig bleibt. Und da wird die Nachwelt sich drüber unterhalten und sagen, oh, das war aber ein blöder Hund. Oder der hätte aber das und das gut oder falsch gemacht. Ja? Also das ist eigentlich das, was übrig bleibt. Und das ist auch das, was man den Kindern vererbt. Ja. Meine Meinung. Nee, ist auch wichtig.
Was ich sonst als noch ganz viel bemerke, wenn der Papa gerade irgendwo am Schraube ist und sich dann drüber aufregt, dass er sich jetzt bücken muss und mit dem Knie runtergeht und ich dann sage, Papa, ich kann dir helfen, sag mir doch bitte, was ich dir helfen kann. Und der dann sagt, du kannst mir nicht helfen. Und das ist dann auch wieder so dieses, ich mache jetzt mein Ding, mach du jetzt was anderes. Und dann beschwert er sich aber im Nachhinein wieder, dass ich ihm doch hätte helfen können und dass er wieder als Einziger auf den Boden krabbeln muss oder mit dem Knie, mit dem kaputten Knie sich bücken muss. Also das ist auch einer deiner Macke. Also gut. Ja, nee. Also man kann einfach sagen, die Alten sind eigentlich genauso wie die Jungen, das ist so mein Ding. Ja. Der Apfel fällt auch nie weit vom Birnbaum. Ja, also du wirst dich an das auch mal noch erinnern, wenn du dann eigene Kinder hast. Ja? Dass die halt einfach genauso sind, wie du mal warst. Ja? Oder ich war ja auch mal jung und konnte es mit der Ordnung nicht so richtig. Und ich bin auch der Meinung, dass man ein gewisses Alter braucht für Ordnung. Ja? Könnten wir uns auch mal reinschreiben, wann das bei euch so angefangen hätte. Ja? Also bei mir war das so definitiv, glaube ich, die 30, wo ich dann die Kinder hatte. Ne? Also ich war vorher auch nicht ordentlich und das wird meine Mutter genauso unterschreiben. Ne? Mhm. Und wenn man die jetzt fragt, heute fragt, dann sagt sie, du bist heute noch unordentlich. Das wird die heute noch unterschreiben. Ja. Aber trotzdem, ich denke, ich habe schon ein bisschen Struktur in mein Leben gekriegt und das hat man als 30-Jährige noch nicht. Ja. Aber was ich sagen muss zum Thema Struktur, ich finde, es ist was ganz anderes, wie wenn es jetzt um Sachen aufräumen geht oder jetzt zum Beispiel ums Lernen. Weil wenn ich jetzt ans Lernen denke, habe ich eine bessere Struktur wie du. Ja, weil ich es nicht gelernt habe. Du warst im Gymnasium und hast es gelernt. Ne? Also ich habe ja damals, wo der Papa dann krank war, war ich in der Woche bei ihm im Meisterkurs dabei als Beispiel. Und da habe ich angefangen, seine Sachen zu sortieren und wie ich denn am besten lernen könnte mit Markieren und Sachen aufschreiben. Und ich habe mir das erste Mal von seinen Mitschülern oder Mitmeisterkollegen Stifte geliehen. Und dann war er so, was willst du jetzt mit dem gelben Stift? Und ich so, ja Papa, in deinem Buch rumkritzle, was will ich damit? Ich will halt was anmalen, ne? Und da war dann auch, also ich glaube, es hat dir auch was gebracht. Ja, sagen wir mal so, ich habe natürlich jetzt von der Lernform her bin ich ganz anders aufgestellt mit Lisa, weil die Lisa lernt natürlich mit Aufschreiben, Bilder und es nochmal schreiben und dann nochmal durchlesen. Vortrag. Und am besten Vortrag und erkläre. Also bei mir ist sicherlich das Zuhören, wenn ich es mal gehört habe, habe ich es gehört. Wenn ich es gesehen habe, habe ich es gesehen. Aber das ist natürlich nicht so ausgreift, wie wenn es einer dann nochmal aufgeschrieben hat. Also auch dieses Aufschreiben würde mir wahrscheinlich unterm Strich viel bringen. Mhm. Das mache ich aber nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich noch nie gemacht, weil ich einfach auch zu lange gebraucht habe in meinem Leben, um richtig schreiben zu lernen. Ja. Also von daher ist das für mich gar keine Devise, irgendwas zu unterstreichen, weil ich es ja gar nicht mehr lese. Mhm. Aber in dem Moment, wo es du unterstrichen hast in meinem Meisterkurs, hast du es gewusst und ich konnte dich nochmal nachfragen, du, wie haben wir jetzt das eigentlich da genau gemacht, gerechnet oder getan? Ja? Ja. Und das ist das, was mir dann geholfen hat und du konntest mir das natürlich in dem Moment auch toll erklären. Ne? Ja. Und so sind dann halt Sachen, die sich dann auch wieder ergänzen. Also klar, Papa hat die Erfahrung und ich glaube, ich hätte ihm jetzt nichts irgendwie sagen können zum Thema Ausbildung oder wie gehe ich mit Lehrlingen um oder wie gehe ich mit diesen Zwischenmenschlichen um, wie erkenne ich das, ob jemand da das schon weiß oder ob jemand da komplett neu in dem Thema ist. Das war ja auch in der Schule, sage ich mal, mit den ganzen Jungen. Ne? Also ich war ja mit 48 in der Meisterschule und die waren ja alle irgendwie zwischen 25 und 30, sage ich mal. Ja, bis auf einer, der war auch 45 oder wie war 47. Mhm. Und 45 war der. Nee, der war auch jünger wie du. Ja, ein bisschen jünger war er. Ne? Ja. Also, aber mir war halt die einzige zwei Ältere, sagen wir mal, bei denen Junge. Und da hat man schon einen Unterschied gesehen, weil die halt frisch aus der Schule waren. Die sind natürlich schon anders damit umgegangen. Ne? Die hat ja schon gewusst, diese ganze Geschichte wie Dreisatz oder diese Regeln, die Buchungsregeln, was man halt so in der Realschule irgendwie gelernt hat. Ja. Die Buchungsregeln hat man jetzt auch nicht unbedingt in der Realschule gelernt. Ja, doch, die teilweise haben sie gesagt, sie haben es in der Realschule gehabt. Ja, ja, also und, bei uns hat man es nicht in der Realschule gehabt. Bei mir hat es halt im Abi. Also von daher muss man sagen, das hast du schon gemerkt, dass die natürlich viel leichter lernen und halt auch wissen, damit umzugehen. Ich habe Klassenkameraden, die haben halt alles aufgeschrieben. Ne? Mhm. Was der Lehrer gesagt hat, die haben die mitgeschrieben.
Und dann ist schon natürlich auch eine wahnsinnig tolle Note dabei rausgekommen, weil sie genau das wiedergegeben haben, was der Lehrer hören wollte. Weil das habe ich gesagt und das hat er jetzt wieder aufgeschrieben in der Arbeit. Ist ja klar, dass der die 1 kriegt. Ne? Ja. So, ich habe jetzt was aufgeschrieben, ich habe ja was aufgefasst, aber nicht der ganze Satz, sondern halt nur die 3 Worte. Die 3 Worte habe ich auch abgespeichert, mir gemerkt. Und mit den 3 Worten, die ich wusste zu dem Thema oder zu der Frage, habe ich wieder einen Satz formuliert. Und dann hört natürlich der Lehrer sagen, naja gut, das ist jetzt aus der Praxis der Satz, ja, das ist ja gar nicht ganz falsch. Also du kriegst schon immer ein paar Punkte, ne? Weißt du, was mich das daran erinnert? Ha? Das habe ich damals auch gemacht und meine Lehrerinnen oder Lehrer haben immer zu mir gesagt, Lisa, du hast ein Talent, was Falsches aufzuschreiben ist, aber richtig klingen zu lassen. Ja. Ja. Das hört sich ja gut an. Und dann war es aber immer richtig und dann habe ich immer die richtige Punktzahl bekommen, obwohl ich eigentlich was anderes gemeint habe, sozusagen. Okay. Also es war auch sehr interessant. Also das habe ich auch, bevor ich gelernt habe, wie ich persönlich richtig lerne. Es gibt ja für jeden seine andere Methode, aber das habe ich auch erst später gelernt, wie ich tatsächlich richtig lerne. Und angewendet habe ich es auch erst in der, in meinem Lehrjahr, ne? Ja, und eigene, muss man immer sagen, sind natürlich immer die größten Unterstützer und ja, aber es sind auch manchmal die größten Kritiker. Ne? Ja. Das muss man halt auch so sehen, ne? Die halt immer alles von den Jungen abhalten wollen und sagen, ah, das darfst du nie machen, wenn du das machst, oh je. Ja? Aber ich finde, jetzt muss jeder sein Ding machen können. Ja? Mhm. Und natürlich darf der Betrieb daran nicht zugrunde gehen, das ist klar. Ne? Aber das letztendlich muss jeder seine Versuche machen und auch damit auch seine Fehler machen, ja? Und Entscheidungen treffen. Ja? Bei uns ist es eigentlich, finde ich, sehr gut gelöst, dass wir eigentlich alle zusammen Entscheidungen treffen. Ne? Ja. Ich bin zwar am Schluss derjenige, der es immer wieder wegen absegnen muss oder der das endgültige Ja oder Nein unterschreibt. Ja. Ja gut, das ist ja im Endeffekt noch dein Betrieb, also wir können da eh noch nichts unterschreiben oder so. Nee, ihr kriegt euren Lohn und von daher muss ich letztendlich dafür sorgen, dass das Ding auch funktioniert, dass der Lohn läuft. Ja. Ne? Das ist schon klar. Aber einfach, dass klar ist, dass halt wirklich alle auch die Entscheidung treffen, auch alle Meinung haben, ob die Meinung jetzt perfekt ist oder nicht perfekt ist, glaube ich, würde ich jetzt für mich sagen, ist gerade egal, weil das besprechen wir ja im Team. Mhm. Ja, also in deiner großen Firma haben sie ja Teamsitzung, ne, und da wird auch besprochen ja. Und einer entscheidet am Schluss. Also eigentlich machen wir nichts anderes, wie das, was die in der großen Firma auch treiben. Ne? Nur wir machen es halt am Frühstückstisch. Wir machen es am Frühstückstisch und halt auch manchmal über den kleineren Dienstweg so, und dass wir jetzt halt uns jeder mal E-Mail schreiben müssen, ne? Oder wenn wir uns treffen zum so und so viel Uhr. Ne? Sondern wir hocken halt zusammen und dann fällt es an, was mir auch immer total gefällt, ist einfach auch dieses Junge und diese Kreativität der Jugend. Ja? Ich war natürlich in der Jugend auch viel noch kreativer wie jetzt. Ja? Und das ist auch was, das man absolut nutzen muss als alter Herr in so einem Laden, ne? Die Kreativität von der Jungen. Ja, dass man die wirklich auch freilässt, ja? und benutzt. Ja? Das wäre der richtige Schande und Sünde, diese Kreativität der Jugend nicht zu nutzen. Und auch der Mut. Ja. Ja, wenn man jung ist, ist man ja mutig ohne Ende. Ich als alter Mensch hier, für mich könnte es ja jetzt langsamer werden und ruhiger. Und, ja? Und in Wirklichkeit muss man sagen, will niemand rasten oder rusten oder rumsitzen und nicht gebraucht werden. Ne? Also deswegen, ich sage ja auch immer, ich möchte arbeiten bis zum Schluss, bis nichts mehr geht. Also meine Eltern zum Beispiel, die haben das auch geschafft, bis über 70 Jahre. Ne? Ja. Haben die wirklich volles Rohr mitgemacht und von daher muss ich sagen, das war auch eine tolle Zeit für alle. Ja? Und auch der Effekt daraus war natürlich ein toller. Der Betrieb wäre heute nicht so erfolgreich, wenn man nicht alle so zusammengehalten hätte. Oder immer noch zusammengehalten auch. Mhm. Mit euch jetzt halt quasi, ne? Ja. Und also von daher, ich sehne mich zwar auch immer wegen nach dem Thema zurück, wo ich immer sage, ja, Mensch, wäre ja auch schön, wenn man gefragt wird, Chef, gehst du jetzt mal nach wegen Runde Bulldog fahren, ja? Mhm. So, weißt du? Und bei mir ist halt immer noch selbstverständlich, ich muss, ne? Ja, irgendwie ist es halt auch so, also wenn ich mir überlege, du hast es ja früher alleine gemacht, also heißt früher musstest du wirklich alles alleine, also halt vom Traktorfahren rede ich jetzt, nicht vom Betrieb her, sondern vom Traktorfahren, da musste der Papa alles alleine machen. Und jetzt ist so, er könnte ja sagen, gehst du mal, weil wir sind ja immer noch deine Angestellten eigentlich, ne? Du bist ja der Chef, und, aber trotzdem ist er halt auch dann in der anderen Hinsicht wieder so, dass er sagt, okay, ja, ich gönn's euch auch, wenn ihr mal irgendwie in Urlaub gehen könnt oder wenn ihr dann mal früher Feierabend macht, dann fahre ich halt die Stunde länger. So. Aber Lisa, ich glaube, das ist grundsätzlich diese Teamgeschichte, die muss man halt ganz klar auch so sehen, dass man im Team halt auch den anderen das auch gönnt, dass sie frei haben. Da haben auch viele Betriebe und Betriebsleiter Probleme damit, ne? Oder
auch die Angestellte, die sagen, jetzt ist der Chef ja schon dreimal dieses Jahr im Urlaub gewesen und ich habe noch keinen Urlaub gehabt oder so. Ja. Das ist vielleicht auch so ein Thema, wo immer schwierig ist, ne? Im Familienbetrieb. Ne? Mhm. Und auch die Arbeit zu verteilen und zu sagen, ja, das ist jetzt die Scheißarbeit. Ne? Das ist auch mein Motto, wo ich immer sage, wenn man richtige Scheißarbeit hat, die machen wir alle zusammen und die machen wir so schnell wie möglich, ja, und so gut wie möglich, mhm, damit wir keine Fehler machen, dann brauchen wir sie nicht zweimal machen. Ja. Und wenn wir alle gehen, dann haben wir auch einigermaßen Spaß dran. Und wenn einer immer den Scheiß machen muss, das, ja, ist halt immer blöd, weil dann wird es abgedrückt und dann fragt er sich auch irgendwann mal, warum muss ich denn immer? Ja, also ich denke, das ist etwas ganz Einfaches, ja, und aber auch sehr Effektives, wenn man das beherzigt. Ja. Ja. So. Also, und ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin, dass wir sagen können, also da tun wir jetzt keinen irgendwo als Betriebsstep Abstufe. Ja? Mhm. Und klar, das, manchmal kommt es ein bisschen auch anders rüber, dass man es halt auch meint, ja? Das hätte jetzt ruhig auch mal andere machen können, so, ne? Dass seine Arbeit jetzt ein Scheiß ist. Ne? Ja. Den Gedanke habe ich ja als auch mal. Ne? Denke, oh, das hätte jetzt auch mal andere machen können, wie immer nur ich. Ne? Mhm. Das sind ja auch so Sachen, wo ich dann als auch mal einen Schrei fahren lassen denke. Ne? Beispiel, du dann sagst, das kannst du nur du. Ne? Ja. Ja. Also von daher, ich denke, Familienbetrieb ist nicht einfach, aber auch nicht unlösbar, wenn alle dafür offen sind. Und in einem Team bereit sind zu arbeiten und sich jetzt nicht irgendwie runtermachen wollen. So. Also ich finde, bei uns funktioniert es offensichtlich ja ganz gut. Ich meine auch gerade mit der Hinsicht von, dass wir es schaffen, auch zum Beispiel das YouTube-Thema zu machen, finde ich sehr cool. Und ich finde, dass uns das auch zusammenschweißt. Ja, also das wollte ich auch gerade sagen. Dieses YouTube-Thema ist auch so ein Ding, das ist nochmal ein gemeinsames Hobby, was man dann hat. Und dadurch, dass wir aber auch alle drei irgendwie unterschiedliche Köpfe sind, ja, und unterschiedlich denken, bringt das auch viel für den Betrieb selber, finde ich. Wie du sagst, mit der Kreativität, der eine hat dann eine andere Idee oder man schnibbelt dann zusammen an einer Idee rum und weiß dann, okay, also guck mal, ich habe deine Lösung für deine Idee, so, also ist eigentlich schon schön. Eigentlich ist ja der Lukas unser Erfinder, ne? Ja. Und das muss man jetzt irgendwo sagen, der Lukas alleine wäre schon eine tolle Nummer, mhm, ja? Aber wir zwei packen natürlich auf die tolle Nummer noch eine Kleinigkeit oben drauf, eine Schipple, ja? Die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Ja, genau so ist es. Und das ist das, was natürlich auch das Netz uns belohnt, indem wir halt wirklich tolle Zahlen haben und wirklich, ja, immer jeden Tag eigentlich noch dazu wachsen. Ne? Ja, und halt auch selber auch Lust dran haben, das weiterzumachen einfach, weil es halt Spaß macht. Weil man halt auch positive Rückmeldungen bekommt und weil man halt auch gesagt bekommt, hey, ihr dürft bloß nicht aufhören. Also ich zum Beispiel fand es super schön, ich war jetzt am Samstag weg letzte Woche und ich wurde einfach auf einem Fest erkannt und ich habe wirklich nicht ein offensichtliches Bild gemacht, dass ich auf dem Fest war. Ich habe vor einem Baustellenzaun ein Foto gemacht von mir und dann sind zwei Mädels auf mich zugekommen und haben dann gemeint, hey, mir hat mein Freund geschrieben, dass du da bist und ich soll dich mal ansprechen und können wir ein Foto machen. Und ich fand es wirklich so nett, es hat mich richtig gefreut, dass mich da jemand erkannt hat, obwohl ich vor einem Baustellenzaun ein Bild gemacht habe. Und das finde ich, also das zeigt mir dann halt auch wieder, dass wir irgendwo was richtig gemacht haben. Und ja gut, halt ich meine, wir haben jetzt natürlich meine letzte Woche 1 Million Klicks quasi geknackt. Ne? Ich meine, ja, das ist eine Menge Menschen. Ja, ja, also, wenn du dir das überlegst, das ist schon krass. Ja, also insgesamt haben uns ja irgendwie schon fast 8 Millionen angeschaut. Ja? Mhm. Und also das ist, aber allein jetzt im Monat über 1 Million Klicks zu machen, ja, das ist natürlich schon verrückt. Und das ist halt auch eine Menge Menschen, die das sehen. Ja. Und dadurch kommt es halt auch. Ne? Aber auf jeden Fall, wir haben keinen Scheiß erzählt, wir haben keine großen Fehler gemacht. Ja. Sonst hätte die ja gesagt, mit der möchte ich mich nicht fotografieren lassen. Ja. Ja? Natürlich, das hat mit dem Familienbetrieb jetzt weniger zu tun. Ja, ne? Aber kommen wir schon wieder ab vom Thema her. Ne? Ich wollte nur sagen, das ist auch was Positives, was mir halt aufgefallen ist. Was auch durch die Idee YouTube und Öffentlichkeit und so entstanden ist, die der Lukas ja letztendlich hatte. Ja. Weil wir ja vorne auf das Thema gekommen sind, dass Lukas der kreative Kopf von uns allen ist. Nach kurzer Unterbrechung geht es jetzt auch schon wieder weiter. Wir haben 32 Grad, ihr dürft es der Kamera nicht übel nehmen. Der wurde einfach auch zu warm. Wir haben uns jetzt mittlerweile schon eine eiskalte Coca-Cola geholt. Ja, und wir sind eigentlich auch schon fast durch, aber noch eine Kleinigkeit.
glaube ich, zum Schluss müssen wir noch machen. Es geht im Prinzip noch ums Übergeben vom Betrieb. Wie macht man das vielleicht gescheit oder wie machen wir das? Mhm. Ja? Wie könntest du dir das vorstellen, Lisa? Also ich könnte es mir vorstellen in dem Sinne, wir sind ja der Bruder und ich, also Lukas und ich, sind jetzt nicht nur einer. Bei einem wäre es natürlich einfacher, weil dann könntest du sagen, okay, dann in dem Bereich oder in dem Punkt, wo du dann bereit dich selber auch fühlst, den Hof zu übernehmen, könntest du eine fließende Übergabe machen, also immer so Stück für Stück. Ja. Allerdings bei uns beiden ist ja dann so die Regelung, wer kriegt den jetzt oder kriegt einer die Hälfte, einer die Hälfte. Und ich glaube, dass es am besten für uns jetzt wäre, wenn jeder seinen eigenen Teil hat. Also zum Beispiel Lukas macht ja alles gerne mit den Baustellen rundum, mit dem Bagger und Co. Und ich mache ja gerne den Pflanzenbau, also dass ich zum Beispiel meinen Teil habe, eben der Pflanzenbau, und Lukas so seinen Teil hat mit den Baustellen und dem Bagger. Und da so jeder sein, nicht so sein eigener Chef, trotzdem noch gemeinsam irgendwie was machen können, aber halt trotzdem ja auch annimmt, was der andere sozusagen hat. Ich glaube, das wäre so das Traumding. Ob das so funktioniert, weiß ich nicht. Ja, dann könnte man es auch trennen und sagen, Lukas macht die Baustelleabteilung und du nimmst die Landwirtschaft. Aber andererseits willst du es ja auch an einem Stück übergeben, das verstehe ich auch irgendwo. Von dem her, also ich bin der Meinung, dass das eine nicht ohne das andere kann, weil man hat so schlechte Jahre wie dieses Jahr oder halt auf dem Acker durch echt schwer tust, ja, Geld zu verdienen. Oder sagen wir mal so, wo der erste Teil jetzt, also die Getreideernte mit Weizen und Raps halt schwierig vom Ertrag her war, von der Kohle her war, dass man halt wirklich nur der halbe Umsatz gemacht hat, wie man eigentlich geplant hat. Der Mais kann es jetzt noch ausgleichen, der steht natürlich jetzt schon schön da. Aber man hat natürlich in der ersten Hälfte natürlich dann weniger Geld zur Verfügung, die du eigentlich bräuchtest, ja, um in die zweite Hälfte gescheit reinzulaufen. In dem Moment, wo wir jetzt halt andere Geschäfte betreiben, Lohnunternehmen, Baustelle und so, ja, tun wir uns natürlich viel leichter, weil wir das Geld von da dann nehmen können und dann einstecken. Was zwar nicht sinnführend ist, gescheit ist, ja, aber trotzdem. Aber ist halt mal ein kleiner Puffer da. So. Aber ich finde halt, das ist eben das große Vorteil von unserem Betrieb, dass wir halt so breit aufgestellt sind. Deswegen brauchen wir auch so viele Leute. Mhm. Sonst könnte man ja sagen, naja, diese 200 Hektar, das kann eigentlich eine Person machen. Ja? Ja. Wenn der Weg gescheit eingerichtet ist, kriegt er das eigentlich auch so alleine gemacht, ackerbaulich gesehen. Ne? Mhm. Ohne dass man jetzt im Lohn noch irgendwo hinfährt. Ne? Ja. Aber trotz dessen, ich denke, was da der wichtigste Gedanke dran ist, für mich sollte sich jeder seinen Betrieb einfach auch erarbeiten. Er sollte ihn jetzt nicht unbedingt geschenkt bekommen. Also ich könnte mir vorstellen, meinen Betrieb einfach zu vermieten oder zu verkaufen. Für einen gewissen Betrag XY, den man einfach sich dann so vorstellt, ja, was man das erwirtschaften kann. Somit sind die Alten im Betrieb auch ein bisschen versorgt. Abgesichert halt. Ja, weil bei uns ist ja klar, die Landwirte, die wo jetzt in der Landwirtschaft die Alterskasse einbezahlt haben mit 400 Euro, was du da kriegst am Schluss, ja, also da kannst du einfach nicht leben, nicht existieren. Natürlich haben wir alle auch irgendwo noch ein bisschen was vermietet oder eine, sonstige wegen Einkünfte. Ja. Und von dem her sage ich jetzt einmal, kommen wir vielleicht schon irgendwie durch. Ja, zur Not haben wir ja Auffangnetz in Deutschland. Ja. Ne? Melden wir halt das Bürgergeld an. Ja. Nee, das ist nicht zielführend. Aber ich denke, dass man den Betrieb einfach entweder vermietet oder verkauft an die Kinder, ist eigentlich das Richtige. Und dann besteht auch ein bisschen die Verpflichtung zu arbeiten. Die Mama hat jetzt auch gesagt, ne, sie findet es gut, dass manchmal auch die Zeiten schwerer sind. Ne? Dass ich echt morgen Gedanken machen muss, wie regeln wir das jetzt wieder. Ja? Und dann ist natürlich der Ehrgeiz auch von allen da, ne? Vollgas zu geben. Wenn halt immer nur die Kohle auf den Tisch liegt und man kann immer nur runternehmen vom Haufen, ist der Antrieb nicht so da. Ja, ist der Antrieb einfach nicht da. Auch dann geht man der einfachste und der leichteste Weg. Und der Mensch ist halt leider so einfach im Kopf gestrickt. Ja. Ne? Ja. Und ich finde aber, man muss sich erarbeiten. Ja? Also so wie meine Mutter sich erarbeitet hat, habe ich es mir erarbeitet. Ja? Und so würde ich es auch wieder gerne weitergeben, dass ihr zwar euch das auch schon wieder erarbeiten müsst, was er ja jetzt eigentlich schon tut. Man geht schon in die richtige Wege, wie er es haben wollt. Ja? Mhm. Aber ich glaube, dass der eine ohne der andere nicht kann. Man könnte jetzt auch mal von der Theorie in Praxis machen. Der Lukas ist der Praxistyp, aber den stellen wir jetzt schlecht vor, dass er Rechnungen schreibt, Angebote macht und kommuniziert mit Kunden, Ämter und so Geschichte. Ja? Mhm. So wie wir jetzt der Jonas im Boot haben. Ja. Ja, und ich glaube, das ist auch das, was unseren Betrieb so gut macht, dass wir so breit sind. Dass wir einfach auch eine Alina haben, die gerne auf den Markt geht, die da richtig Spaß dran hat, mit dem Kunde direkt umzugehen. Oder Jonas direkt beim Kunde Ansprache zu halten. Ja? Mhm.
So, das ist das, wo ich sage, aber du gehst gerne auf den Markt, wenn du dann mal gehst. Ne? Das ist das, was den Betrieb so toll und so spezial macht, weil er halt so viele verschiedene Spektrums an Arbeit bietet und auch diese einzelnen Jobs dort halt. Und jeder in dem Job auch seine Erfolge hat. Ja. Deine sind jetzt leider dieses Jahr ein bisschen klein ausgehört, Lisa. Ja gut, ich meine, sind sie auch nicht, warte auf den Mais, aber okay. Okay, ich warte. Ja, ich bin hier auch immerhin gerade dieses Jahr relativ viel alleine gewesen im Pflanzenbau. Ja, und jetzt ist auch nicht der Pflanzenbau gewesen, der jetzt die Qualität und die Menge nicht gebracht hat. Das war ja definitiv der Regel, das war definitiv das stehende Wasser auf dem Acker, das die Ernte eigentlich kaputt gemacht hat. Und die Zeitpunkte waren halt auch schwierig, wann man was gesät habe, das hat auch schon nicht gepasst. Ne? Ja. Weil ein Neujahrsweizen, sind wir mal ganz ehrlich, ja? Was will denn der noch für Erträge machen, ja, wenn man im Neujahr das Ding aussät? Ja? Also, im Januar. Ja, also das also denn, kann man schon mal dazu lernen, im Januar säen wir kein Weizen mehr. Aber wir lassen auch die Finger weg von Sommerweizen, haben wir dieses Jahr nämlich auch keine guten Erfahrungen mitgemacht. Mal wieder nicht. Ja, aber ich habe auch schon mal Erfolg gehabt, ein Jahr mit Sommerweizen. Also trotzdem, wenn es jetzt schon wieder rumjammern, aber es ist auf jeden Fall nicht im Pflanzenbau geschuldet. Wir haben das Maximale eigentlich gemacht. Ja. Aber wenn halt der Dünger draufschmeißt, der Dünger nach 200 Liter Regen, ist er halt wieder weg. Das können wir drehen und wenden, wie wir wollen. Also ich sage es jetzt mal so, es gehört ja zum Pflanzenbau nicht nur der tatsächliche Pflanzenbau dazu, sondern wie du sagst, auch das hinten dran, die Planung und Co. Und dass man sich Gedanken darüber macht, was für Kulturen man anbaut, was für Kulturen überhaupt Sinn ergeben oder auch das Verkaufen der Kultur letztendlich. Ja. Also ich habe jetzt dieses Jahr das allererste Mal irgendwelche Kontrakte abgeschlossen und da habe ich mich dann auch mal was getraut. Ja, von dem her finde ich, ist es einfach halt wichtig, so seine Sachen zu wissen und zu machen. Ja. Und dann klappt es auch irgendwie. Jeder hat so sein Ding, was er gut kann und warum sollte er das nicht machen? Also das Team hat da wirkliche Vorteile, ja? Weil man die Stärken von einem Einzelnen benutzen kann. Das würde mich jetzt mal bei euch interessieren, wie das in eure Betriebe läuft und wie ihr zum Beispiel jetzt so die Übergabe von den Betrieben plant. Ja? Müsst ihr den Betrieb quasi von den Eltern kaufen oder? Kriegt ihr ihn praktisch einfach so, also jetzt nicht so, aber halt ja. Ja, meistens ist es so, der Älteste oder der Jüngste kriegt den Betrieb und muss die Geschwister ausbezahlen. Also eigentlich kauft das auch. Ja. Ja, man muss, wenn man so realistisch ist. Nee, den Teil muss er, also zum Teil muss er ihn ja kaufen, sagen wir es so. Den anderen Teil kriegt er ja geschenkt. Oder halt übergeben. Ja, und oft stehen halt die Alter auch noch drin, dass die Alter halt verhalten werden müssen bis zum Schluss. Mhm. Aber das ist dann irgendwo noch so geschrieben. Ne? Und ich denke, die Alte können auch noch lange mithelfen. Ja. Also wenn ich sehe, wie lange meine Eltern mit Spaß an der Freude irgendwo bei der Sache waren. Ja, und es ist ja keine Last, wenn jetzt jemand Älteres mithelfen will, weil es ist ja immer gern gesehen und willkommen, dass jemand überhaupt mithilft. Ja. Weil man ist, wenn es solche Zeiten sind, wo es stressig wird, einfach um jede Hilfe froh. Ja, und es gibt auch für jeden dann der Job irgendwo. Genau. Ich meine, dass du halt am Schluss irgendwann einmal dann der Hausmeister bist und den Müller einmal zurückfahren musst und aufräumst und Rampe machst und so Sachen, so, das ist auch eine ganz wichtige Tätigkeit. Ja. Ne? Ich fühle mich im Moment halt jetzt noch zu jung für die Tätigkeit, um mal hinter euch herzuräumen. Ne? Aber für mich wäre der Tag halt auch kommen, wo ich das dann halt auch noch machen kann, weil der Rest halt auch anstrengend ist oder schwierig ist. Ne? Ja. Ja, ich glaube, mir konnte wieder Einblicke geben. In das Thema Familienbetrieb, alt gegen jung, naja, alt gegen jung ist es ja nicht. Es alt ist ja und jung, würde ich jetzt sagen. Zusammen im Betrieb. Ja. Was mich auch interessieren würde, wie viele von euch da draußen in einem Familienbetrieb arbeiten und ob ihr das immer wieder so machen würdet oder ob ihr dann sagt, oh, nee, ich würde doch lieber Angestellter sein oder also mit anderem arbeiten. Ich habe jetzt noch einen tollen Satz. Ich habe jetzt schon zwei Betriebsinhaber getroffen, die da quasi negative Erfahrungen gemacht habe, dass der Vater quasi ein großer Haufen vererbt hat. Mhm. Weißt du noch, den einen Kunde, wo man hatte, der uns das erzählt hat. Ne? Ja. Er hat dann jahrelang auch mit seinem Bruder sehr gut zusammengearbeitet und da kamen die Schwiegertöchter dazu. Ne? Und dann haben die Schwiegertöchter immer gemeint, der eine schafft mehr wie der andere. Da waren dann echt halt schwierige Verhältnisse und dann musste der Haufen getrennt werden. Der Haufen war Gott sei Dank ziemlich groß, aber die Rechtsanwälte haben sich dann auch richtig dran bedient. Mhm. Ja, also der hat nur gesagt, wenn der Vater gewusst hätte, was das kostet, den Haufen zu trennen, dann würde er uns heute totschlagen. Ja. So, wie hat er quasi der Vater für das arbeiten müssen, was die jetzt den Rechtsanwälte an Arsch werfen müssen, um das zu trennen. Also da muss der Alte, also ich, das vorher gescheit regeln. Ja. Ja.
dass keiner irgendwo sagt, hey, ich bin zu kurz gekommen. Ne? Mhm. So, also wir haben das immer schon so geregelt, wenn halt das eine Kind Geburtstag hat, jetzt das andere Kind auch irgendein Geschenk bekommen. Hat man sich auch immer gefreut, wenn der andere Geburtstag hat. Ja, also das, wir haben immer irgendwie, glaube ich, gerecht verteilt und haben da so ein Neid irgendwie gar nicht wirklich aufkommen lassen. Ja. Und also das kriege ich wahrscheinlich hin, also ich hoffe, ne, dass ich da wirklich nicht ins Gras beiße, bevor ich was Gescheites geschrieben habe. Ne. Oder meine Frau, also wie gesagt. Hoffen wir es mal, ne? Ja, aber ich bin wirklich der Verfechter vom Verkaufen. Ich verkaufe euch den Betrieb, ja, und dann macht was draus. Ja. Ja. Ich glaube, so bleiben wir stehen. Ich wollte auch gerade sagen, so können wir es, denke ich, stehen lassen. Und ich würde sagen, ihr habt es am Anfang schon gehört, aber doppelt hält immer besser. Ja, vor allem die halt bis zum Schluss zugehört haben, ne? Oh ja, machen wir nochmal ein Schlusswort? Machen wir auf jeden Fall, was machen wir für ein Schlusswort? Gurkensalat? No, machen wir wieder Gurkensalat. Haben wir schon gehabt. Da hast du gesagt, ich habe richtig Lust auf Gurkensalat jetzt. Dann Gurkensalat. Machen wir Gurkensalat. Also, wenn ihr bis zum Schluss durchgehalten habt, kommentiert wie immer Hashtag oder einfach nur Gurkensalat. Und gerne auch teilen, liken, die Glocke anmachen und kommentieren. Achtung! Jetzt noch einen Unfall bauen, das wär's. Also von dem her, wir wünschen euch was. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Anhören. Und wir sehen uns zum Sonntagsfarmvlog wieder. Ja, macht's gut. Tschüss.